Also meine Aufgabe jetzt ist, etwas zu erzählen über chronisch entzündliche Darmerkrankung im Alter. Und ich würde das ein bisschen differenzieren. Im Untertitel steht, auf was muss man speziell achten. Da gibt es doch ganz viele Aspekte, auf was man da achten muss. Ich habe ein paar rausgegriffen. Jetzt, wenn man nochmal anschaut, die chronisch entzündliche Darmerkrankung, die nehmen zu, probiert gerade schon gesagt. Die nehmen zu, vor allem in den westlich zivilisierten Ländern. Also man sieht das, dass Mitte vom letzten Jahrhundert, vorletzten Jahrhundert, hat das angefangen in Zentraleuropa. Und die neu industrialisierten Länder, also vor allem im asiatischen Raum, dort nehmen die Erkrankungen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen zu. Es betrifft aber nicht nur die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, sondern es betrifft auch andere immunologische Erkrankungen. Also irgendwie ist das Immunsystem nicht mehr gleich gut eingestellt und fängt an, immunologisch komische Sachen zu machen und unter anderem nehmen Krankheiten wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen zu. Was immer noch ist, ist, dass die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, das sieht man auf der linken Seite, spät diagnostiziert werden. Einfach, dass sie sich das bewusst sind. Nach einem Jahr nach Symptombeginn sind erst 75% von allen Patienten mit einer Colitis ulcerosa diagnostiziert. Und bei Crohn nach 2 Jahren. Also immer noch verpassen wir, Leute frühzeitig zu entdecken. Und es ist bekannt, dass je länger man wartet mit einer Behandlung, je länger man wartet mit dem Start von einer Betreuung, desto schlechter ist der weitere Verlauf, weil eine Entzündung am Darm gibt Schaden. Jetzt hast du eine Klammerbemerkung gesehen. Jetzt, das sind Daten für, wie sich die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen werden weiterentwickeln, vor allem auch bei älteren Leuten. Und man sieht, das ist jetzt eine Hochrechnung aus einem Journal von 2019, dass in den nächsten 10, 15, 20, 30 Jahren wird das zunehmen. Die Anzahl Patienten, sowohl Neuerkrankungen als auch Anzahl Personen, die vorhanden sind in der Schweiz. Wir haben vorher gehört 30'000. Aber die Leute werden älter insgesamt. Das heisst, es wird immer mehr Leute geben, die auch mit der Erkrankung alt werden. Und das ist etwas, wo wir uns bis jetzt noch nicht so damit beschäftigt haben. Man rechnet damit, dass etwa 30% von allen Patientinnen und Patienten in der Schweiz, die eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben, über 60 Jahre alt sind. Das betrifft einerseits Leute, die mit der Erkrankung alt werden. Das ist hier oben. Man hat das schon als junge Person hat man die Krankheit bekommen und wird dann mit der Erkrankung alt. Oder, das ist das Elderly Onset, man bekommt die Erkrankung erst im Alter. Weil es gibt ja, die häufigste Diagnosestellung ist ja zwischen 20 und 40, aber nach 60 gibt es nochmal so einen Schub, wo dann nochmal neue Erkrankungen auftreten. Und eben das sind die 10-20%, die dann eben neu im Alter diagnostiziert werden. Und, das habe ich auch schon gesagt, die Bevölkerung wird insgesamt älter, also insgesamt haben wir mehr Personen, die alt sind, mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ist der Verlauf einer Erkrankung gleich, ob man den als 17-jährige Person oder als 65-jährige Person bekommen hat? Nein, ist er wahrscheinlich nicht. Also das sind jetzt, ich versuche das ein bisschen zu erklären, ist eine Auflistung, wie sich ein Morbus Crohn entwickeln kann. Man sieht auf der linken Seite Diagnose in der Adoleszenz, also sehr früh im Leben, und rechts im Alter. Und man sieht, dass die verschiedenen Farben, gelb, orange und violett, wo unten ist die Referenz dazu, also das violett ist ein rein entzündlicher Verlauf, also da hat man nur Entzündung, mehr nicht. Das orange ist mit Engstellen, Stenose und entsprechenden Komplikationen und das gelbe mit den Fisteln, also diesen Durchbruch quasi durch den Darm. Da sieht man, dass ältere Patienten insgesamt einen milderen Verlauf der Erkrankung haben als Patienten, die sehr jung die Diagnose bekommen haben. Also es gibt Unterschiede, wie die Erkrankung verläuft. Jetzt, warum gibt es die Unterschiede? Also ganz beantworten kann man die Frage nicht.
Aber was man sicher kann sagen ist, dass die Erkrankung entsteht aus einer Zusammensetzung von Genen, wo halt jede und jeder von uns irgendeine Zusammensetzung hat in seinen Genen, und durch Umwelteinflüsse. Und irgendwann ist die Kombination von Genen und Umwelteinflüssen so, dass sich wie ein Schalter umlegt und es fängt an, eine Entzündung zu geben. Jetzt im Jugendalter ist der Einfluss der Gene sicher deutlich höher. Das sind Personen, die auch häufiger noch Familienmitglieder haben, die auch so erkrankt sind mit einer entzündlichen Darmerkrankung. Das weiss man aus Zwillingsstudien zum Beispiel. Und eben 16% haben dann ein Familienmitglied versus 7% eben haben, wenn man die Diagnose später bekommt. Also, dort ist der Einfluss der Gene sicher höher. Bei älteren Personen sind es mehr Umwelteinflüsse. Das können einerseits der urbane Lebensstil, das ist eben die industrialisierten Länder, dort nimmt die Erkrankung zu. Wir haben mehr Hygiene, weniger Kontakt mit der Aussenwelt. Das Immunsystem ist etwas weniger gut trainiert und macht einmal einen Fehlschuss und dann plötzlich gibt es eine chronische Entzündung. Und dann gibt es aber auch Veränderungen entlang vom Leben im Mikrobiom. Mikrobiom ist die Zusammensetzung von allen Mikroorganismen, die wir im Darm haben. Das ist eine ganze Menge, die wir da im Darm haben. Die helfen uns zum Leben, die verarbeiten Produkte, die bauen Sachen ab. Und das verändert sich im Verlauf des Lebens. Und wahrscheinlich hat auch dort das Immunsystem einen Einfluss darauf, ob eine chronische Entzündung, nicht das Immunsystem, das Mikrobiom im Darm hat einen Einfluss darauf, ob eine Entzündung chronisch werden kann im Darm. Das versteht man noch ganz, ganz schlecht. Das ist noch eine riesengroße Blackbox, wo die nächsten 20 Jahre noch geforscht werden, was dort genau, wie das funktioniert und ob man das irgendwie kann beeinflussen kann. Also, das Lactoferrin, oder wie heisst es, das LC1-Joghurt am Morgen kann gut und recht sein, aber das ist noch nicht eine Beeinflussung vom Mikrobiom, so dass therapeutisch angewendet werden kann. Und das Immunsystem altert. Also im Alter hat es weniger Immunzellen, die für die Detektion von was ist falsch, was ist richtig, was ist körpereigen, was ist nicht körpereigen vorhanden sind. Das macht ältere Personen anfälliger für Infektionen, macht sie aber auch anfälliger für Entzündungsprozesse, die länger fortlaufen. Jetzt stellt sich aber die Frage, was ist überhaupt alt? Also nicht alle alten Personen sind einfach immer gleich alt. Es ist hier ein Bild von einer wahrscheinlich sehr älteren Person, die noch topfit ist. Und wenn man sich jetzt ist es nicht im Ganzen so aktuell, aber die Präsidentschaftswahlen in Amerika schaut, sind auch zwei ältere Herren, die sich da zur Verfügung gestellt haben. Jetzt hat der eine gefunden, das ist doch zu alt. Aber also, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie fit ist man noch. Also das biologische Alter ist nicht so wahnsinnig wichtig. Jetzt, wenn man sich überlegt, man will eine Therapie machen, sei es jetzt bei jüngeren Personen oder bei älteren Personen, dann sieht man auf diesem Slide zwei Sachen. Also einerseits sieht man unten die Therapielandschaft, wie sich das so entwickelt. Alle fangen mal an mit zwei, drei Varianten an Medikamenten. Und je weiter man nach rechts geht, desto mehr wechselt es auf und ab und desto mehr Optionen gibt es. Die ideale Therapie sollte gleichzeitig sehr schnell und effektiv sein und sollte keine Nebenwirkungen haben, wenn es geht. Und dann sollte es die anderen Sachen auch noch, sollte noch billig sein, verträglich, keine und so weiter, all die Sachen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, es muss wirken, und zwar schnell, und es muss keine Nebenwirkungen haben. Und die Therapielandschaft entwickelt sich rasant. Also in den letzten 10 Jahren sind etwa gleich viele Medikamente auf dem Markt wie vor den letzten 30 Jahren. Also, und es werden noch mehr kommen. Also da wird sehr viel investiert von der Industrie in die chronisch-immunologischen Erkrankungen. Das ist einfach ein Beispiel. Also mein Infliximab ist jetzt mittlerweile über 20 Jahre alt, das kennen wir gut. Adalimumab, das kennen auch noch viele. Und jetzt gibt es immer mehr Medikamente, die dazukommen. Und das heisst, die Auswahl wird immer grösser, aber es ist auch immer unklarer, was jetzt genau wenn das Beste ist. Das Problem dabei ist aber, dass jetzt für ältere Personen gesprochen,
in die Studien, die hier gemacht werden, werden kaum ältere Personen eingeschlossen. Also wenn man jetzt hier eine Zusammenfassung schaut, von 46 so RCTs, das sind so randomisierte Studien, also die typischen Zulassungsstudien, 19'000 Patienten hat man von diesen 46 in überhaupt in 26 können Patienten überhaupt einschliessen, die älter gesehen sind. Und in 18 sind dann tatsächlich, also 18 Studien haben dann tatsächlich Patienten eingeschlossen, aber insgesamt 62 Patienten von 19'571. Also das heisst, wir wissen 0,9%. Das heisst, wir wissen praktisch nichts darüber aus Studien, was gilt für Patienten, die älter sind. Das ist ein Grundsatzproblem. Gleichzeitig weiss man, dass ältere Patienten aufgrund des Alters höhere Risiken haben für Nebenwirkungen, und, also Infektionen und Nebenwirkungen von medikamentösen Therapien. Das gilt für alle Erkrankungen. Die Infektionen, habe ich gesagt, das Immunsystem wird schwächer. Und bei den medikamentösen Therapien ist es so, dass man häufig nicht nur ein Medikament hat, sondern man hat ein paar Medikamente, die man muss nehmen muss. Und je mehr Medikamente man hat, desto mehr Interaktionen gibt es und desto mehr Probleme. Und zwar hat das dann jetzt auf chronisch entzündliche Darmerkrankung abgebrochen, hat das einen Einfluss auf die Hospitalisation, das ist da ganz links, sowohl wenn sie mit IBD zusammenhängt, das ist auf dieser Seite, wenn sie not related to IBD ist, also wenn sie nicht zusammenhängt mit IBD, dann auf Häufigkeit von Operationen, Infektionen habe ich gesagt, aber auch auf Tod, wobei die Mortalität ja insgesamt sehr, sehr gering ist bei dieser Erkrankung, aber auch auf Auftreten von malignen Erkrankungen, also von bösartigen Erkrankungen. Und das führt dann dazu, dass man, je älter das jemand wird, muss man immer mehr eine Nutzen-Risiko-Abwägung machen. Also man muss schauen, das, was man macht, was nützt das, aber wie hoch ist das Risiko, das man dafür in Kauf nimmt. Und da gibt es ein paar falsche Vorstellungen. Und die falschen Vorstellungen führen dann auch dazu, dass korrekte Therapien eben nicht gemacht werden. Also etwas ist zum Beispiel, chronisch entzündliche Darmerkrankungen verlaufen im Alter immer milder. Das stimmt nicht. Also man nimmt fälschlicherweise an, das ist wahrscheinlich ein milder Verlauf und therapiert dann auch nicht so intensiv. Denn Cortisonkuren werden halt immer noch sehr, sehr häufig gemacht. Oder Langzeit-Cortison-Therapien geben. Und das ist sicher keine gute Idee, weil das beeinflusst das Immunsystem auch. Und ich werde auch nachher noch zeigen, dass das eben auch Nebenwirkungen hat. Denn eine ausgeprägte Angst vor Nebenwirkungen kann auch dazu führen, dass Patientinnen und Patienten nicht richtig behandelt werden. Vor allem bei neueren Therapien, die man jetzt so kennt, hat man ein bisschen zu fest Angst vor Nebenwirkungen und dann plötzlich tut man etwas, was eigentlich effektiv wäre, nicht geben, weil man lieber auf das zurückgreift, was man kennt, auch wenn man weiss, dass es wahrscheinlich nicht ganz so gut wirkt. Und dann gibt es auch die falsche Vorstellung, dass Medikamente bei älteren Patienten nicht so gut wirken. Und da gibt es gute Daten, dass das in aller Regel nicht stimmt. Also die Medikamente wirken auch bei älteren Leuten. Wir haben aus den Studien einfach sehr wenig Ahnung, wie genau und was die Komplikationen davon sind, weil eben sehr wenig Patienten eingeschlossen worden sind. Das heisst, wir kommen wieder zurück zu diesem Bild. Es kommt eben schon ein bisschen darauf an, alt ist nicht gleich alt. Und das wiederum führt zu einem Konzept, das ich heute vorstellen will. Das ist die Frailty auf Englisch, die Gebrechlichkeit, habe ich es mal jetzt übersetzt. Also man erkennt, je länger, je mehr, dass gerade bei der älteren Bevölkerung eben nicht einfach darauf ankommt, wann sind sie geboren, sondern wie ist so der allgemeine Zustand. Das nennt man Gebrechlichkeit oder wie hoch ist die Gebrechlichkeit. Es gibt so verschiedene Modelle, es gibt kein universales Modell, wie man das genau misst, aber was so häufiges Modell ist, dass man das 5-Komponenten-Gebrechlichkeitsmodell nimmt. Also wenn jemand Gewicht verliert, rasch erschöpft ist die ganze Zeit, wenig körperliche Aktivität mag tolerieren,
langsam läuft, also nicht mehr so schnell, nicht mehr so spritzig unterwegs ist. Oder auch Griffkraft als Ausdruck von der muskulären Reserve. Und das bedeutet dann auch, man geht schneller rum und all diese Sachen. Wenn man hier 3 von 5 Punkten erreicht, gilt man eigentlich als gebrechlich im Alter. Und es ist so, dass die Frailty, also der Dän auf Englisch, und die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen haben relativ viele Überlappungen. Also man sieht hier Sachen, die nur für die IBD gelten, also für die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wie Schmerzen, Durchfall, Blutungen, Blutabgang. Und dann gibt es andere Sachen, wie hier eine, wie langsam laufen, da funktionelle Limitation, also man kann nicht mehr so, der Alltag funktioniert nicht mehr so gut. Und dann gibt es in der Mitte eben Fatigue, ist vorher erwähnt worden, was so ein überlappendes Problem ist, also Gewichtsverlust, allgemeiner entzündlicher Status, der ist im Alter auch ein bisschen höher. Mikrobiom haben wir angesprochen und dann die Sarkopenie, also die Osteoporose, die auch von beiden Erkrankungen beeinflusst werden und der Appetitverlust, also die Anorexie. Und was ist jetzt die Folge von dem? Die Folge von dem ist, dass wenn halt die gleiche Person im gleichen Alter nicht fit, sondern frail, also gebrechlich ist, dann ist es halt so, dass wenn eine fitte Person da oben irgendein Problem antrifft, sei es eine Infektion oder vielleicht auch ein IBD-Schub, dann nachher ist trotzdem noch genug Reserven und Potenzial vorhanden, dass man selbstständig bleibt, dass man das funktionelle Potenzial erhalten kann. Wenn er aber jemand frail ist, also gebrechlich ist, dann geht man dann plötzlich in ein Loch, hier viel tiefer als die Person, die fit ist und braucht deutlich länger, bis man wieder auf dem Level ist, wo man wieder funktionieren kann, wo man das funktionelle Potenzial hat, um selbstständig unterwegs zu sein und auch wieder im Alltag zu funktionieren. Jetzt, wenn man Daten anschaut, und da gibt es keine super guten Daten, kann man sagen, etwa 10% von allen Patienten gelten als gebrechlich. Gebrechlichkeit ist assoziiert mit dem Alter. Also je älter, desto gebrechlicher. Aber das ist nicht nur vom Alter abhängig. Also ein Kleinkind auf der neonatologischen Intensivstation ist auch gebrechlich. Auch wenn es erst ein paar Monate alt ist oder ein paar Wochen. Also es ist nicht nur vom Alter abhängig, aber häufiger im Alter. Zusammenfassend gibt es ganz viele Probleme durch das, dass man eben gebrechlich ist. Aber schlussendlich ist eben das biologische Alter das, was ausmacht, und nicht das chronologische Alter, ob man sowohl Krankheiten, also Infektionen mehr bekommt oder auch einen Schub besser abfangen kann. Jetzt hier gehe ich ein bisschen schneller durch. Es gibt verschiedene Wirkmechanismen für Medikamente. Hier rechts sind so die links sind die klassischen alten Medikamente, neu sind die Ansatzpunkte für die neuen Medikamente. Das können Sie dann im Nachgang nochmal genauer studieren, Entschuldigung. Oder wir können es nachher noch genauer anschauen. Wichtig ist mir zu sagen, dass die alten Medikamente, die Sie vielleicht alle auch kennen, also das Mesalazin zum Beispiel, also das oberste Aminosalicylat, Mesalazin, das ist so Salofalk, Mezavant, so die typischen Produkte, die sind eigentlich gut verträglich auch bei älteren Patienten. Cortison kann man geben, aber nur kurzfristig, hat aber seine Probleme, Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Augenhochdruck und so weiter und so weiter. Also bin ich mir sicher, ob das Produkt heute noch zugelassen würde, wenn es es nicht schon gibt, die auf dem Markt. Und dann gibt es Azathioprin, also das ist Imurec oder Azarec oder wie es heisst, wo eben muss man so vorsichtig sein bei älteren Patienten, genauso beim Methotrexat, genauso beim Cyclosporin. Wenn man jetzt die neueren Medikamente anschaut, die verschiedenen Gruppen, die es gibt, sieht man durchs Band, sie sind eigentlich besser verträglich, auch bei älteren Leuten. Es gibt mehr oder weniger gute Daten für, also es gibt für gewisse Produkte gibt es gute Daten, für andere weniger. Insgesamt sind sie aber besser toleriert. Jetzt, was sind denn die Risiken, die auftreten können, eben zum Beispiel durch Thiopurin, also Imurec? Das eine ist, dass das Lymphomrisiko zunimmt.
und das nimmt zu, sowieso im Alter. Also wir alle haben ein erhöhtes Lymphomrisiko im Alter, also ein Lymphdrüsentumor. Aber wenn man langjährig, und darum versuchen wir nach spätestens 5 Jahren die Behandlung abzubrechen, dann nachher steigt das Risiko und steigt mit dem Alter und der Länge von der Exposition gegenüber Thiopurin. Ganz kurz muss man trotzdem auch noch ein Wort zum relativen und absoluten Risiko machen. Wenn man jetzt vergleicht, Leute, die Imurec nehmen oder Azathioprin nehmen und solche, die kein Azathioprin nehmen, haben die, die Azathioprin nehmen, ein dreimal höheres Risiko, ein Lymphom zu entwickeln. Das ist das relative Risiko. Aber das absolute Risiko ist, dass 3 von 10'000 versus 9 von 10'000 so eine Lymphom entwickeln. Also immer noch sehr eine kleine Anzahl von Personen. Das geht wiederum dort an, dass man die Risikoabwägung machen muss. Auch wenn etwas ein erhöhtes Risiko hat, muss noch nicht heissen, dass man es sofort weglassen muss. Aber die Indikation muss dann halt schon stimmen. Nochmal anders dargestellt, das Risiko für eine zusätzliche Lymphomerkrankung durch eine Imurec-Therapie. Bei Jungen muss man 4'500 Leute behandeln. Bei 60- bis 79-Jährigen sind es noch 590 oder fast 600 Personen. Ist deutlich deutlich weniger und das Risiko deutlich höher, aber ist immer noch nicht so, dass jeder Dritte ein Lymphom bekommt. Auch das ist wieder ein Teil der Nutzen-Risiko-Abwägung. Das Gleiche gilt eigentlich auch für den weißen Hautkrebs. Auch der nimmt im Alter sowieso zu. Aber wenn man exponiert war gegenüber bestimmten Medikamenten, da jetzt insbesondere die Thiopurin, dann nachher, steigt das Risiko halt einfach. Darum gibt es ja auch die Vorsorgeuntersuchungen, die wir unsere Patienten immer wieder hinschicken, dass man eben die Haut kontrolliert. Auch das Infektionsrisiko, da mache ich vielleicht das Slide gerade direkt. Die einzige Information, die ich hier eigentlich mitnehmen muss, ist, wenn man ein Medikament gibt, sprich nur Thiopurin, oder man gibt ein anderes Medikament, allein, dann ist das Risiko von einer Infektion ein bisschen höher. Es ist aber deutlich höher, wenn man die beiden Sachen zusammengibt. Also Kombinieren von Therapien haben erhöhte Infektionsrisiken. Und das trifft eben auch für ältere Patienten zu, die insgesamt unter medikamentöser Therapie höheres Infektionsrisiko haben. Aber auch hier ist es entscheidend, ist man gebrechlich oder ist man fit. Weil wenn man jetzt hier schaut, man hat jetzt hier, das ist jetzt TNF-Hemmer, also zum Beispiel Infliximab, Adalimumab, und das andere ist, die obere Reihe ist Azathioprin, hat man verglichen, wie viele Infektionen treten auf bei fitten versus nicht fitten Patienten, also gebrechlichen. Und man sieht auf der rechten Seite, dass die unfitten Patienten, also die gebrechlichen Patienten, in beiden Gruppen deutlich mehr Probleme haben mit Infektionen. Also wie gesagt, das biologische Alter, also Do's und Don'ts zu dieser ganzen Frage nach, was soll man machen im Alter, man soll das biologische Alter betrachten, Therapieziel besprechen, weil das Therapieziel mit 20 ist vielleicht nicht mehr das gleiche Therapieziel wie mit 70. Operationen, das habe ich jetzt hier weggelassen, können manchmal helfen. Und ein wichtiger Punkt, den ich damit mache, effektive Therapien werden den Personen manchmal vorenthalten aus falscher Vorsicht, falschen Vorstellungen, Angst vor Nebenwirkungen. Die gibt es, aber die muss man halt irgendwie besprechen. Jetzt, was kann man machen? Fit bleiben und impfen sind meine beiden Messages dazu. Weil, wenn man jetzt eine chronische Darmentzündung diagnostiziert bekommt oder schon hat und das betrifft das Alter und man wird älter, dann ist einerseits an uns der Schweregrad zu beurteilen und zu schauen, gibt es Sachen, die man verbessern kann, gibt es weitere Erkrankungen, was ist die funktionelle Reserve? Und dann muss man entscheiden, ist es eine milde, schwere Form, ist es ein fitter, gebrechlicher Patient? Und dann muss man einen individuellen Therapieentscheid fällen. Was Sie können machen, ist, Ihre Gesundheit so lange wie möglich versuchen zu erhalten. Einerseits mit allgemeiner Fitness, haben wir vorher schon ein bisschen angesprochen, bei der Fatigue, Zusatzerkrankungen optimieren, Rauchen aufhören,
insbesondere beim Morbus Crohn, weil ich glaube, das ist keine neue Information. Dann Vorsorgeuntersuchungen wie Screening-Untersuchungen, die allgemein empfohlen werden, sollten sie auch machen. Und wir sind der Meinung, Impfungen durchführen, gerade bei Patienten, die mehr erhöhtes Risiko für Infektionen haben, ist sicher wichtig. Das ist meine Zusammenfassung und ich danke für die Aufmerksamkeit.